In meinem ersten Video ging es um Carom-Spielregeln. In diesem Video möchte ich euch kurz eine Spielvariante für drei Personen zeigen. Wie man zu zweit spielt und zu viert. Die Regeln kennt man ja, aber was macht man, wenn man zu dritt ist? Damit eine Person nicht nur den anderen beiden zuschaut, hier also eine Spielvariante für drei Personen. Man setzt sich an eine Seite des Carom-Brettes, eine Seite bleibt demnach frei. Und jede Person spielt von seinem Viertel aus auf die Steine. Ziel ist es, alle Steine zu erspielen. Man spielt demnach auf die weißen Steine, auf die schwarzen Steine und auf die rote Queen. In dieser Spielvariante haben die Spielsteine unterschiedliche Werte. Und zwar die schwarzen Karomsteine zählen 5 Punkte, die weißen Steine 10 Punkte und die rote Queen zählt 25 Punkte. Man fängt an, dass man auslost, wer das Spiel beginnt, und diese Person spielt so lange, solange es ihm gelingt, Steine zu versenken, egal ob weiß oder schwarz. Die versenkten Steine werden aus dem Netz genommen und bei sich gesammelt, weil wir nachher die Punkte zählen müssen. Eine Besonderheit ist die rote Queen. Dieser Spielstein darf nur als vorletzter Stein versenkt werden und muss, wie bei den normalen Carom-Regeln auch, von einem weiteren Stein bestätigt werden. Gelingt das nicht, wird die Queen aus dem Netz genommen und wieder in der Mitte platziert. Fouls werden mit einem Strafstein geahndet. Entweder der Striker fällt ins Netz oder die Queen wird versenkt, wenn noch andere Spielsteine auf dem Brett sind. Also ein Strafstein aus dem eigenen Vorrat in die Mitte zurück. Wenn alle Steine erspielt worden sind nach der ersten Runde, werden die Steine zusammengezählt. Und zwar in diesem Fall hat der Spieler oben 40 Punkte erspielt, der Spieler unten links 45 Punkte und der erfolgreichste in dieser Runde war unten rechts der Spieler mit 75 Punkten. Der Spieler mit den wenigsten Punkten legt alle seine Steine zurück aufs Brett, in diesem Fall seine 40 Punkte. Die anderen beiden Spieler legen ebenfalls diesen Zahlenwert zurück aufs Brett. Also dieser Spieler auch 40 Punkte aus seinem erspielten Vorrat zurück aufs Brett in die Mitte. Und genauso der Spieler unten links aus seinem Vorrat auch 40 Punkte zurück in die Mitte aufs Brett. Diese Steine werden dann im Zentrumskreis erneut angeordnet und es wird von vorne begonnen, auf diese Steine zu spielen. Und zwar so lange, bis es einem Spieler gelungen ist, alle Steine zu erspielen. Ja, ihr könnt ja mal schauen, ob euch diese Variante Spaß bringt. Vielleicht habt ihr noch Regelergänzungen oder noch andere Ideen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.